Ja, und hallo wieder zum Wechselmeister Teil und Spiel. Hat sich ein bisschen verändert. Hier gibt es Exit Hub und es gibt zwei neue Arenen und man kann in zwei Arenen voten. Das waren Heal Games und Lotus sind die neuen. Die alten und manchmal sind auch die Crews und alles. Ist immer unterschiedlich. Ja, hier gibt es ein Handbuch und ich habe jetzt den Kompass empfohlen und es gab jetzt auch Neues zu kaufen. Lass mir jeder Block ein Laubblock sein, ein Dia-Block und so, da haben wir auch was gekauft. Aber das ist halt schön. Bei 20 Map wurden 2 hast du jetzt und die Map wird Lotus sein, eine neue Map. Und da wäre ich ein Antilaub sein, kann ich in jeder Map auswählen. Also ein Warnbeck, wie man das auswählen kann. Und jetzt kann ich die Karte auswählen, weil ich mir das gekauft habe. Also das teuerste ist, muss mal 8 sein. Für 4000 Token. Und jetzt geht's auch schon los. Ich habe viel Software-Zuschnitt, weil so viele Deponia und so HW-Aufnahmen durch. Da kann ich jetzt auch schon mal ein Versteck. Ja, da kann ich auch mal ein bisschen erzählen, während Heidensieg jetzt noch so läuft. Ich mach mal, was ich auch gemerkt habe. Es ist geschickt. Jetzt sehe ich hier alles im Umkreis. Ja, also. ich will ein Cooper-Video rausbringen. Das eine, das geht. Das werde ich vielleicht morgen probieren, wenn ich es morgen nicht schaffe. Dann lasse ich es auch, glaube ich, weil ich habe jetzt so viel rumprobiert. Müsste halt eine Folge überspringen, ey. Ist ja auch nicht so tragisch. Sondern dürfte auch passieren. Ja, auf jeden Fall. Und ich werde jetzt noch Cubehold spielen, hauptsächlich Goodbye Deponia, wenn ich es hab. Sofort werde ich dann loslegen und immer wieder zocken. Was machen die ganzen Blöcke hier? Ja, und weiß nicht. Ach ja, ich werde Gomez Server, gibt es ein neues Spiel, Conquest, das werde ich auch mal spielen. Und sonst Splack will ich auch mal spielen, aber ich glaube, dafür lohnt sich kein Let's Play. Einmal mal gucken. Ah, schwer. Das ist auch so ein Seeker Upgrade. Das finde ich aber ein bisschen blöd. In letzter Sekunde sieht man in der Toolbar alle Blöcke, die noch fehlen. Finde ich auch ein bisschen unnötig. Weil das kostet viel zu viel. Wenn ich hier ein Laubblock bin, bringt mir das viel mehr, als wenn ich als Sieger in letzter Minute die Blöcke, die noch übrig sind, sehe. Aber auf der Map ist das Laub wirklich genial. Man kann noch mehrere Blöcke, so. Man kann, glaube ich, auch Melonen in jeder Map und alles. Kürbis, ja. Kann ich mir noch von meinen Turbos kaufen, wenn ich genug habe. Leider gibt es von One Chamber oder so gibt es noch nichts. So shopmäßig. Ein Paintball gibt es jetzt noch gar nicht. Das war schon Ankündigung soon, aber gibt es immer noch nicht. Und ja, ich muss mich jetzt aber allen rendern und hochladen. So. Heute noch. Was soll ich jetzt? Ich habe jetzt eigentlich nichts mehr zu erzählen, so. Ach, ich könnte mal meine, ich habe das schon vorher mal gespielt, klar. Ich bin schon lang und da könnte ich ja mal meine Survival-Welt zeigen. Ja, und ich werde bald wieder mal, Mod-Vorstellung, was ist denn Fehler wie Video, Snapshot machen. Aber gerade kommt ja nichts, scheint Bruder Sand. Boah, Alter. Das Mega-Update, roter Sand. Wenn mal wieder ein scheiß Update kommt, dann mache ich mal die anderen Bilder zusammen.
Ja, und die Sicht. I can see 7 Seekers. Ah. Voll logisch, gell? 7 auf einmal. Voll cool, jetzt haben die Sieger Schaden bekommen. Fallschaden, das war so cool. Und Sieger folgen, boom, auf einmal tot. Ich würde mal sagen, wir sind uns ziemlich siegessicher. Ich bin nicht cool, ich habe mich gar nicht. Ich bremst einen irgendwie auch gar nichts. Ich bin nicht weiter. Hier geht's nicht irgendwie so. Ja, 201. 1000 kann ich mir was Neues holen. Also, dann ciao.